Rosenmontag in Köln. Eine Stadt im Ausnahmezustand. Die meisten Geschäfte sind geschlossen. Und die Kinder haben schulfrei. Tausende singen, tanzen und feiern. Durch die Stadt schlängelt sich der größte Rosenmontagszug Deutschlands. Der Karneval steckt an, egal ob im Zug oder am Straßenrand. Ein Spektakel, ein Mega-Event. Mehr als 1 Million Menschen feiern die, die im Zug mitfahren oder mitgehen. Über 90 Traktoren ziehen den Umzug durch die Stadt. Der 7,5 Kilometer lange Weg führt von der Südstadt über die Ringe bis ins Zentrum. Ein Großereignis, durchorganisiert bis ins kleinste Detail. Alles beginnt mit dem Abriss der Wagen des letzten Zuges. Die sogenannten Persiflagewagen werden jedes Jahr neu gebaut. Die Figuren bilden das Herzstück des Zuges, der in ganz Deutschland bekannt ist. Als Kölner kann man sich dem Karneval eigentlich nicht entziehen. Nach dem Zug ist vor dem Zug. Also im Grunde fängt das nach Aschermittwoch, wo wir vielleicht mal 1-2 Wochen Pause machen. Aber dann geht es schon wieder damit los, dass die erste Gesellschaft vielleicht anruft und nach einem Wagen im nächsten Zug fragt. In den Räumen des Festkomitees Kölner Karneval trifft sich regelmäßig das Kommando Kritzelköpp. Kritzelköpp nennt sich das Kreativteam der Wagenbauer. Aktuelle Themen aus Politik, Sport oder Wirtschaft nehmen sie immer wieder gerne aufs Korn. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Skizzen, Reinzeichnungen, die ihr mitgebracht habt. Und zwar, ich habe ja den, die Affen, nichts hören, nichts sagen, nichts sehen. Ja. Mit dem Kölschen Affen oben drauf. Da ist er auch noch keine Kanzel. Das war für mich auch wieder so, dass das eine... Nee, der ist auf einer normalen Kanzel. Kann man nicht die Welt machen wie ein Affenfelsen und macht den hinten drauf? Ich weiß nicht, ob wir da nicht irgendwie noch ein bisschen mehr Inhalt reinbringen könnten. Schließt ihr euch da noch mal kurz? Ja, ich gehe noch mal in mich. Jeder Rosenmontagszug hat ein Motto. Mehr Kölsche tanze Osterei. Wir Kölner tanzen aus der Reihe, lautet es in der nächsten Session. Training bei der Karnevalsgesellschaft Luftflotte. Auch das Tanzchor probt für Auftritte bei den Karnevalssitzungen und den Höhepunkt des Karnevals, den Rosenmontagszug. Der Rosenmontagszug ist, glaube ich, nicht nur für die Tanzgruppen oder für alle, die da mitgehen, das Highlight, sondern halt auch für die ganzen Leute, die da gucken kommen, weil die halt eben alles sehen, was im Karneval aktiv ist. Aber ein bisschen schief. Meistens werden wir so hier nach Aschermittwoch zusammengewürfelt, die neu dazukommen, und dann lernen wir uns neu kennen. André, Simon und Stocki. Wir machen auch genug Übungen, dass man erstmal das Vertrauen aufbauen kann. Die Jungs müssen zum Beispiel mit rohen Eiern werfen erstmal. Und wenn bei einem Paar das häufiger kaputt geht, dann ist da natürlich nicht so viel Vertrauen. Da muss mehr geübt werden. Aber die sind alle so herzlich. Also man kann ihnen gut vertrauen. Sie bemühen sich. Ricarda, Simon und weitere 30 junge Tänzerinnen und Tänzer trainieren das ganze Jahr mindestens 2-mal die Woche. Wenn man Bezug zum Karneval hat, dann ist das schon was ganz Besonderes, in so einer Gruppe zu tanzen. Also das gibt's nicht so oft. Das macht auch ein bisschen Köln aus, finde ich. Ihr offizieller Vereinsname? Karnevalsgesellschaft seiner Tollität Luftflotte e.V. von 1926. Vereinsmotto? Nur Fliegen ist schöner. In einem Industriegebiet im Kölner Norden trifft sich die Karnevalsband Campus Finest zum Proben. Neben den traditionellen Musikkapellen darf in diesem Jahr auch Campus Finest auf einem eigenen Wagen im Zug mitfahren. Vielleicht vorher kurz klären, welche Songs wir überhaupt auf dem Wagen spielen werden, weil wir können, werden ja nicht alles spielen. Also definitiv Melodie. Wenn du das erkannt. WDNDK. Wir haben ja mehr bekannte und weniger bekannte Songs, und da
da werden wir uns wahrscheinlich schon so ein bisschen auf die Bekannten konzentrieren. Ja, ja, genau. Hast du für Hückens eine ruhige Dach geplant? Einfach auf der Couch schluss du ne Film dir an. Doch irgend, jetzt stimmt nicht, Backlüfter-Paket. Da ist jetzt in dir drin mal rebelliert. Ja, wir dürfen ja auch ein bisschen was schmeißen, da freue ich mich eigentlich am allermeisten drauf. Cool, auf jeden Fall. Ja? Ja. Dürfen wir schmeißen? Ja. Und ich habe auch einige negative Sachen gehört mit dem Pipi machen. da graut's mir Wochen vor. Ich weiß nicht, wie ich das geregelt kriegen soll. Aber das Wichtigste ist, finde ich, dass man dann irgendwie mal eben vor 1 Million Zuhörer spielt. In der ganzen Stadt wird über Monate für diesen einen großen Tag gearbeitet. In der Wagenhalle des Festkomitees entstehen aus den Zeichnungen der Kritzelköpp die ersten Figuren und Wagen. Mehrere Wagenbauteams arbeiten an den Entwürfen. Verborgen vor der Öffentlichkeit. Denn das, was hier passiert, ist streng geheim. Erst kurz vor Rosenmontag werden die Wagen beim sogenannten Richtfest der neugierigen Öffentlichkeit präsentiert. Bis dahin dringt nichts nach außen. Es sind 3 Monate im Jahr, die ich aussteige aus meinem anderen Leben. Ich habe 2 Leben, ich bin Maskenbildnerin. Und es wissen mittlerweile auch alle, ab November ist Lisa raus. Da steckt sie dann in den heiligen Hallen und baut für den Rosenmontagszug. Kurz vor Wagenbaubeginn sitzen wir oben im Zugleiter zusammen und entscheiden dann, wer was baut und wer was gerne bauen möchte. Ich baue zum Beispiel gerne Affen oder Tiere. Das muss man eigentlich direkt so gehen. Es sind 3 Affen, die stehen unten, nichts hören, nichts sagen, nichts sehen. Und der kölsche Affe steht oben drauf und macht all das. Also der tanzt aus der Reihe, so wie dieses Jahr auch das Motto ist. Ne? Das ist das eine. Dann hinten gerade die Biene und den Tod, die kann man schon gut sehen. Da geht es um das Bienensterben. Der Tod holt sich die Biene. Dreizehn Jahre war Alexander Dieper Stellvertreter und übernimmt den Job des Zugleiters nun zum ersten Mal. In diesem geheimen Raum zeichnet sich jetzt schon ab, wie der Zug unter dem Motto Mehr Kölsche Tanze Osterei aussehen wird. Es ist tatsächlich so, dass die Gesellschaften frühzeitig sich anmelden und uns sagen, wie viele Personen sie denn auf einem Wagen mitführen wollen. Welche Persiflage letztendlich darauf gebaut wird, wissen die Gesellschaften nicht bei der Anmeldung, sondern das wissen sie erst, wenn wir uns dann am Vertragstag treffen. Gut, dann komme ich mal zu den Zahlen. 45 eigene Musiker, 6 Wagenbegleiter, ja. Ein Traktorfahrer von uns, 4 Kamelle, Junge in der Fußgruppe. Dann bin ich soweit durch. Okay. Ich habe da mal eine Durchlaufzeit Torbuch für euch von 13:22 Uhr. Wie wollt ihr das zahlen? Dann danken wir für den Besuch. Nur die Gesellschaften, die dem Festkomitee Kölner Karneval angeschlossen sind, können am Rosenmontagszug teilnehmen. Die Wagen werden vom Festkomitee zugeteilt. Die Vertragsunterzeichnungen dauern bis spät in die Nacht. In der Halle nebenan wird auch dann noch weiter an den Wagen gefeilt. Wir projizieren alle auf Papier vor, manchmal auch direkt aufs Styro und dann schnitzen wir die nach. Das ist quasi für uns die Silhouette, wonach wir schnitzen, weil der Entwurf schon so ausgefeilt ist, dass wir jetzt direkt danach schnitzen können. Und dann kommen die so in dieser Größe auf diesen Wagen. Und auch die Luftflotte probt weiter an ihren Formationen. Ihr simuliert hier die hohe Straße, ne? Und dann stellt euch bitte direkt so auf, wie Erika das vorliest. Immer schön lächeln, weil da sind ganz viele, die euch sehen wollen und die euch wunderschön finden. Ich erkläre kurz, wie die Mädels winken oben in der Sitzpose. Wenn ihr Strüßchen in der Hand habt, winkt ihr mit Strüßchen in der Hand. Und dann machen wir die Arme zusammen, im Takt, wie ich das vorne mache. Als ich das erste Mal mitgehen konnte, war ich einfach nur aufgeregt, weil die Leute kommen ja an den Zug, um einen zu sehen. Und wenn man dann die Ehre hat, selber mitgehen zu dürfen, ist das halt das, was es ausmacht.
ganz viele kennen dann doch irgendwie den Namen, haben die schon mal gehört und dann rufen die ein und dann kommt man auf die zu und kann ihnen vielleicht ein Strüsschen mit einem Witzchen noch geben oder sowas. Das ist schon schön. In der Wagenbauhalle nehmen die Figuren langsam Gestalt an. Immerhin, die 25 Persiflagewagen müssen schon in wenigen Wochen fertig sein. Die Ideen und Entwürfe der Kritzelköpp werden dabei bis ins Detail genau umgesetzt. Die Figuren werden aus Pappmaché und Draht gebaut oder aus Styropor geschnitten. Rund 4 Kilometer Dachlatten, 2000 Quadratmeter Maschendraht und zentnerweise Papier werden verarbeitet. Auf den Wagen befestigt sollten die Kunstwerke nicht höher als 4,60 Meter sein. Sonst wird es zu gefährlich. Die Oberleitungen wären im Weg. Noch keiner wirklich fertig. Es ist immer bis zum Schluss irgendwo noch eine Kleinigkeit, die man macht. Das sind dann so die, da kleben wir noch ein paar Härchen und da kommen noch ein paar Grashalme. Und da könnten wir doch noch ein Bienchen draufsetzen. Also so bis zum Schluss macht man noch irgendwas schön. Jetzt muss noch der Arsch runtergedrahtet werden. Dann werden noch die Füße dran gemacht und das wird alles noch runtergedrahtet, ankaschiert, beigemalt und beigepinselt, so wie bei denen, dass dann alles schön dicht ist. Noch viel Arbeit und wenig Zeit. Also durcharbeiten. Fünf Tage die Woche wird hier gearbeitet. Kurz vor Rosenmontag auch schon mal 7. Nachtschichten inklusive. Massenproduktion des sogenannten Wurfmaterials in einer Kleinstadt vor den Toren Kölns. Wir machen ca. 6000 Waffeln die Stunde. Und 10 Stunden am Tag. Auch Samstag, Sonntag. Und dadurch kriegen wir das natürlich alles hin. Wir arbeiten hier sukzessive bis 14 Tage vor Karneval. Insgesamt kommen so von uns 150 bis 170 Tonnen. Also an Fruchtgummi machen wir rund gut 30 Tonnen, was allein nach Köln geht. Schokolade haben wir ca. 1,5 Millionen Tafeln. Die klassische Kamelle ist out. Über 70 Karnevalsgesellschaften und Vereine werden von hier aus versorgt und beliefert. Alexander Dieper ist Vermessungsingenieur von Beruf. Den Job des Zugleiters macht er ehrenamtlich. Bei der sogenannten Zugwegabfahrt wird genau geprüft, ob der Karnevalstross reibungslos durch die Stadt ziehen kann. Wegen der Kurve hier müssen wir das natürlich alles wegnehmen. Und ansonsten habe ich gesehen, links gittern wir ab. Komplett. Oben schneiden wir bei. Ja, die sind schon beigeschnitten. Die Äste sind schon weg, ja, ja. Okay, gut. Aber wir markieren auf jeden Fall die Kante der Glasdächer. Also von der Breite her passt das, aber einfach um da noch eine größere Sicherheit zu geben für die Traktorfahrer. Das ist nicht die erste Zugwegabfahrt, die wir jetzt machen. Über die Jahre weiß man einfach, dass man sich auch auf die beteiligten Personen, die beteiligten Ämter so gut verlassen kann, dass die jetzt in der verbleibenden Zeit die Probleme, die wir jetzt aufgedeckt haben, auf jeden Fall beseitigen werden. Und der Wagen des Zugleiters ist auch schon fast fertig. Nein, total schön. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir in den Elvis-Jacken da drauf stehen, es passt wie das die Faust aufs Auge. Mit Perücken auch, ne? Und Koteletten. Ja. Super geil. Ja, stimmt. Die Männer haben hier so Elvis-Koteletten. Das wird gut. Der erste Höhepunkt nach monatelanger Vorbereitung: das Richtfest. Es ist der Tag, an dem die Wagen der Presse vorgestellt werden. Erster großer Auftritt für den Zugleiter. Enthielt Hück ordentlich Danke zu sagen für die Ideen und der Bau der Ware. Kritzelköpp heißen die Lück mit der Dolle Gedanke. Mit der Dolle Gedanke. Et Motto haben wir in jede Ware Hunger gebracht. Uns dort so Mensch. Uns dort so Menschstund de Köpp ins Geschwart. Der nächste Zug mit euch zusammen. Ich schläf, da muss ich mich nicht schammen. Rufen wir uns auf die Ware Bauer dreimal Kölle. Auch die höchsten Repräsentanten sind dabei. Das Dreigestirn. Prinz Michael II. Jungfrau Emma und Bauer Christoph.
Zum Sieg gehört am Ende bei uns auch das Weihwasser, in der Hoffnung, dass es die einzigen Tropfen sind, die die Wagen treffen werden heute und dass es natürlich am Montag ein strahlender Sonnentag wird. Nach der Segnung werden die Wagen neugierig von der Presse in Augenschein genommen. Das Dreigestirn ist von den Wagen begeistert. Auch für sie ist es der erste Blick auf den Zug. Große Vorfreude bei Prinz, Bauer und Jungfrau. Wer es nicht abwarten kann, erklimmt schon mal seinen Wagen. Das ist jetzt schon sehr imposant. Ich glaube, wenn es die Straße gesäumt ist, voll Menschen, ist das noch mal eine Stufe heftiger. Ja? Ein Bauernhof im Kölner Stadtteil Rodenkirchen. Ich bin damals angerufen worden von meinem Vorgänger, der das gemacht hat. 50 Jahre hat er das gemacht, mega. Der hat 50 Jahre lang Traktorfahrer eingeteilt und hat mich gefragt, ob ich einen Prinzenwagen fahren wollte. Und dann war ich sprachlos und dann sagt er, ja, du kannst mich ja morgen noch mal anrufen. Ich sage, ich brauche dich da, was morgen, wie anrufen? Na klar. Und da, ja, großartig. Also das erste Mal Prinzenwagen war natürlich, da hatte ich Gänsehaut, ich glaube, bis unter die Füße. Aber es ist jetzt, glaube ich, mein 26. Rosenmontagszug. Ich meine, nichts wird zur Routine. Aber die Herausforderung ist einfach, da durchzukommen, weil es ist natürlich sehr eng. Die meisten Traktorfahrer, da wird immer gesagt, Mensch, gucken so ernst, die haben gar keinen Spaß. Traktorfahrer haben alle mega Spaß, sonst würden die es auch nicht machen. Die würden nicht morgens um 4 Uhr kommen, wenn das irgendwie Mist wäre. Aber da kommen nur Leute, die da echt Bock drauf haben. Volker Hilfert überführt einen der Traktoren für den Zug nach Köln. In der Wagenbauhalle des Festkomitees müssen Tonnen von Schokoladentafeln, Waffeln und Pralinen, das sogenannte Wurfmaterial, auf die Wagen verteilt werden. Dazu kommen die Bagagewagen, von denen aus während des Zuges nachgefüllt wird. Wenn die Karawane einmal rollt, ist Nachschub von außen nicht mehr möglich. Volker Hilfert ist verantwortlich für die gesamte Traktorflotte des Zuges. Dazu gehört auch die Fahrereinteilung. Sein Traktor ist ein Ersatzfahrzeug. Alle anderen, teilweise Oldtimer, stehen in einer Halle des Festkomitees. Diese Halle ist das ganze Jahr dafür da, um die Traktoren zu bevorraten. Die haben nur eine Aufgabe, Rosenmontag. Die stehen jetzt schon in der Reihenfolge, wie sie auch durch Köln fahren. Mehr als 90 Fahrzeuge, die nur an einem Tag im Jahr bewegt werden. Das Festkomitee hat sie gekauft. Denn nur die kleineren, älteren Modelle passen in den Zug. Neuere Fahrzeuge würden den Blick auf Fußgruppen und Persiflagewagen versperren. Ganz Köln bereitet sich auf das Spektakel vor. Um Brunnen und Ladenfronten vor Kamelle und Pralinen oder kletternden Jecken zu schützen, werden Geschäfte und Denkmäler mit Brettern verschalt. In mehreren Gruppen arbeiten sich die Handwerker entlang des Zugweges durch die Fußgängerzonen und Plätze der Stadt. Die Kosten dafür tragen die Ladenbesitzer. Bei öffentlichen Gebäuden, Denkmälern und Brunnen ist die Stadt in der Pflicht. Als letztes entsteht das sogenannte Kolosseum auf dem Heumarkt. Ein einzigartiges Arena-Erlebnis für 3000 Menschen. Köln um 3 Uhr früh. Noch 7 Stunden, dann setzt sich der Rosenmontagszug in Bewegung. Die Pappmaché-Figuren in der Wagenbauhalle warten derweil geduldig auf ihren Einsatz. Und für einen hat der Tag schon begonnen. Ja, guten Morgen, mein Name ist Dieper. Ich hätte gern ein Taxi bestellt für jetzt. Es ist alles vorbereitet, aber trotzdem diese Anspannung. Man sind ja Dinge, man weiß ja nicht, was noch alles auf einen zukommt. Deswegen bin ich schon aufgeregt, ja. Ich wünsche uns allen einen tollen Tag. Ich weiß, dass der Zug, dass alles wunderbar verläuft.
und wollte euch noch mal zusammen haben, damit wir jetzt noch mal gemeinsam ausrufen können auf den Kölner Karneval. Drehmer von Hetze, Kölle! Hallo. Zugleitung! Hallo. Kölle! Hallo. Viel Spaß heute! Norbert Putzke? Jawohl! 4 Uhr morgens in einer Halle des Festkomitees. Volker Hilfer checkt die Fahrerliste. Fabian Braun? Jo. Der Wolfgang Kraus fehlt und der Christian Endres fehlt. Da kommt der Kraus, dann fehlt mir noch der Christian Endres. Aufatmen. Die Fahrermannschaft ist vollzählig. Aufgestanden. Ja, sorry. Nur aufsitzen. Das ist immer spannend, wenn die anspringen oder ob sie nicht anspringen. Aber sie springen an. Einmal im Jahr. Großartig, oder? Damit ist meine Aufgabe beendet. Ich muss jetzt nur noch einen Prinzenwagen fahren. Um 5 Uhr sammeln sich dann die Traktoren vor der Wagenbauhalle in Köln-Braunsfeld und werden ihren Anhängern zugeteilt. Und das ist der Job von Zugleiter Alexander Dieper. Alles funktioniert zentimetergenau so, wie es geplant war. Als endlich alle Wagen die Halle am Marweg verlassen haben, ist es schon 7 Uhr. Jetzt beginnt die Überführung des Zuges zum Aufstellplatz in die Südstadt. Ja, wunderbar, dann fahren wir jetzt los. Blaulicht an, wir fahren los. Von der Polizei eskortiert, geht der Rosenmontagszug auf die nächtliche Reise durch Köln. 6 Kilometer bis zum Klotwigplatz. Und kaum einer bekommt etwas davon mit. Letzte Vorbereitungen auf dem Zugweg. Es werden insgesamt 36 Tonnen Sand gestreut, um die Sicherheit der Pferde auf glattem Kopfsteinpflaster zu gewährleisten. Campus Finest machen sich auch auf den Weg zum Startpunkt des Zuges. Per Bahn. Mit dem Auto ist schon jetzt kaum noch ein Durchkommen in der Stadt. Viele Straßen sind schon gesperrt. Und aus der Straßenbahn ist ein erster Blick auf die Wagen des Zuges möglich. Um 8 Uhr erreicht Zugleiter Alexander Dieper als erster den Klotwigplatz. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Danke. Wir denken an dich. Ja. Läuft alles super im Moment, deswegen. Ich bin total happy. Wäsche haben wir. So, jetzt gehe ich frühstücken. Und Pipi machen vor allen Dingen. Zur gleichen Zeit kommt Lisa Labuska zu den Aufstellplätzen und prüft, ob ihre Wagen die morgendliche Fahrt durch die Stadt unbeschadet überstanden haben. Ich hab den gebaut. Soll ich mal gucken? Ja, pass auf, nee, der ist komplett abgefallen, die Hand. So ein Mist. Jetzt habe ich den Draht, der auf dem Holz war, ja, den habe ich jetzt durch die Hand so durch und nach hinten geknickt. Ja, hast du genau richtig gemacht. Hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Ist der irgendwo hängen geblieben an einem Baum? Oder keine was? Ahnung, der war ja hier, als ich gekommen bin. Ja, okay, dann ja. Ist der erste, den ich sehe und die Hand ist ab. Ist nicht so toll. Aber hat der super gerettet. Ja. Ich stand ja hier schon mit Akkuschrauber und hab Sachen noch festgeschraubt, die geflogen sind. Also alles schon erlebt. Es ist immer spannend. Sitzt. Perfekt. Alles dran. Juhu! Alexander Dieper macht sich bereit für seinen ersten Rosenmontagszug als Zugleiter.
Das Kostüm sitzt. Noch eine halbe Stunde. Dann geht es los. Sag nichts. Vielen Dank. Weshalb? WDR? Der Chef heute, der Zugleiter, Alexander Dieper, vor seinem Debüt, kann man jetzt sagen. Jetzt erkennen wir dich, jetzt erkennen wir dich. Schön, dass du die Zeit nimmst, jetzt vor diesem großen Ereignis für dich noch zu uns zu kommen. Denn wie aufgeregt bist du? Es ist dein erster Rosenmontagszug, für den du selbst verantwortlich bist. Ja, die Aufregung ist die gleiche wie die letzten 8 Jahre als Stellvertreter, aber sie ist schon sehr groß. Ja, ich habe schlecht geschlafen und das Herz pocht gerade. Mittlerweile füllt sich die Stadt und viele Jecken säumen bereits die Straßen. Das Wetter ist gut, denn es ist trocken und mit 7 Grad nicht so kalt wie befürchtet. Die Stadt rechnet wieder mit 1 Million Besuchern. Ein beliebter Ort ist die Severinstraße in der Südstadt. Kaum vorzustellen, dass hier gleich die großen Wagen durchfahren. Dann ist es soweit. Punkt 10 Uhr. Danze Osterei ist das Motto dieses Jahr. Und auch ob ein Dreifach von Hetze. Kölle! Rosenmontag! Kölle! Und hiermit ist der Zug eröffnet. Viel Spaß euch! Start für das wohl größte Fest Nordrhein-Westfalens. Hunderttausende an der Strecke und Millionen Menschen vor den Bildschirmen in ganz Deutschland. Der Zugleiterwagen bahnt sich als erster den Weg durch die Menge. Egal ob Traditionschor, Fußgruppe, Reiter, Kutschen, Persiflagewagen, Tanz- und Musikgruppen. Ganz Köln feiert den Zug und steht Kopf. Am Straßenrand entlang stehen karnevalsbegeisterte Menschen, die den Zug mit Alaaf- und Kamellerufen anfeuern. 300.000 Strüsschen werden verteilt. Und das Bützje gibt es natürlich dazu. Circa 20 Kapellen gehen im Zug mit. Insgesamt sind 68 Gruppen auf der Strecke unterwegs. Alle 90 Traktoren sind im Einsatz und ziehen den Zug durch Köln. Circa 1000 Wagenbegleiter laufen neben den Wagen her, um sicherzugehen, dass niemand zu Schaden kommt. Fast 5 Stunden sind die Teilnehmer durch die Stadt unterwegs. Es wird ein langer Tag für alle. Die Ehrengarde eines der Traditionschors auf dem Weg zum Aufstellplatz, mitten durch die Stadt. Während der Kölner Rosenmontagszug schon läuft, sammeln sich die, die im hinteren Zugteil starten. Am Aufstellplatz angekommen, werden die Pferde ein letztes Mal kontrolliert und untersucht. Also werden noch Identitäten kontrolliert, dass die richtigen Pferde die richtigen Papiere haben, dass die richtigen Reiter auch auf den richtigen Pferden sitzen. Circa 300 Pferde sind im Zug mit dabei. Ja, man sieht sich die Pferde an und vom Gebiss her, von den Augen her, ein bisschen hängen und müde schon sind und so, und dann gebe ich das halt weiter. Alles ist gut gelaufen. Gut, es kann jetzt im Zug natürlich noch was passieren, aber das ist relativ unwahrscheinlich. Und wir freuen uns jetzt einfach. Und bei mir ist schon der halbe Stein vom Herzen gefallen. Alles gut. Auch das Dreigestirn wartet darauf, dass es endlich losgeht. Seid ihr warm angezogen drunter? Ja. Ich auch. Ich habe Skiunterwäsche an. Ich auch. Sonst wäre es zu kalt darunter. Die wichtigsten Wagen kommen nun mal zum Schluss. Auf dem Wagen, wenn es jetzt mal losgeht, ich glaube, dann ist auch alles schöner. Dann ist man mal ein Trott. Hier steht man jetzt echt ein bisschen dumm rum. So müssen sich Bauer, Jungfrau und Prinz noch etwas gedulden. Ah, da kommt mein Kaffee. Die Leute werden sich einmal riesig freuen und man freut sich auch mit. Also ich sehne mich nach dem Moment, wo wir da durch diese Torburg fahren. Mehr Kölsche Tanze aus der Reihe ist das Motto in diesem Jahr. Und deshalb sind mehr Tanzgruppen dabei, wie auch die Luftflotte.
Für sie ist der Zug Belohnung und Höhepunkt zum Ende einer anstrengenden Session mit zahllosen Auftritten. Wir haben jetzt 38 Tage getanzt über die Bühnen in und um Köln. Da ist jetzt halt das Highlight zum Schluss. Einfach nochmal genießen, den Straßenkarneval mitnehmen. Also Muskeln sind schwer, Beine sind schwer, aber für den Zug mobilisieren wir nochmal alles. Das Tanzchor Luftflotte startet als 22. Gruppe in den Zug. In der Einsatzzentrale verfolgen Vertreter der Polizei, der Feuerwehr und des Festkomitees das bunte Treiben auf Bildschirmen und Monitoren. Hier läuft die gesamte Organisation des Großereignisses zusammen. Karneval ist mit keinem anderen Großeinsatz vergleichbar. Das ist einfach was ganz Besonderes. Also die ganze Stimmung, das Ganze war einfach schon so ein Zugweg, einmal quer durch die Kölner Innenstadt, was da alles dranhängt, sag ich mal, was auch für Verkehrsachsen alle nicht mehr funktionieren. Also das kann man mit keinem anderen Großeinsatz vergleichen. Die Polizei setzt zur Sicherung des Zuges rund 1500 Beamte ein. Und über 500 Helfer sind in Sanitätstrupps im Dienst. Derweil geht es im Inneren der Wagen zur Sache. Sogenannte Kamellejunge sorgen für Süßigkeiten-Nachschub für die Werfer auf den Kanzeln. Nicht ganz einfach in den engen Gängen der Wagen. Auch Zugleiter Alex Dieper wirft von seinem Wagen Süßigkeiten in die Menge. Insgesamt fliegen 300 Tonnen den Jecken entgegen. Darunter 700.000 Tafeln Schokolade und rund 220.000 Schachteln Pralinen. Ricarda und Simon von der Luftflotte haben schon die ersten Kilometer geschafft. Das Wetter spielt mit, trocken, regnet nicht. Die Leute sind gut drauf, macht Spaß. Im Zug dürfen aus Sicherheitsgründen keine Wurffiguren gezeigt werden. Das Publikum erfreut sich aber auch so an den Tänzern, deren Formationen das Bild des Zuges mitprägen. Campus Finest spielen eines ihrer längsten Konzerte während des Rosenmontagszugs. Ein 5-Stunden-Nonstop-Auftritt für ein Millionenpublikum. Ich kann euch nicht hören! Im sogenannten Kolosseum am Heumarkt sorgen die Tribünen für eine besonders schöne Stimmung. Das ist auch Lisas Lieblingsplatz. Alexander Dieper führt auf seinem Zugleiterwagen den Zug an und erreicht somit als erster den Höhepunkt für jeden Teilnehmer. Die Vorbeifahrt am Dom. Kein Regen, blauer Himmel. Für den Zugleiter läuft bis jetzt alles so, wie es sein soll. Auch Lisa ist in Feierlaune. Ihr Wagen mit den vier Affen ist unbeschadet im Kolosseum angekommen. Bleibt die Frage nach der Hand des Skeletts. Hier die Hand, sie ist dran. Hat er gut gemacht, sie hält. Ich mach mir in die Hose. Campus Finest sind fast am Ziel. Doch dann passiert das, was Niki befürchtet hatte. Kurz vor Schluss braucht sie dringend ein Toilettenhäuschen. Ich habe alles durchgehalten. Wie ist jetzt? Ja, komm hier rein. Darf ich kurz aufs Jungenklo? Ja.
Der Zugleiterwagen ist bereits am Ziel in der Mohrenstraße als erster aller Gruppen angekommen und lässt dann traditionell alle anderen an sich vorbeiziehen. Auch Campus Finest sind am Ziel. Feierabend für heute! Dankeschön! Doch Alexander Dieper muss sich nun beeilen. Am Klotwigplatz macht sich gleich das Dreigestirn auf den Weg. Und da will der Zugleiter vor Ort sein. Der letzte Wagen des Zuges ist der Goldene Prinzenwagen. Fast 5 Stunden nach Beginn des Rosenmontagszugs so, auf in den Kampf. Fährt Prinz Michael II. Durch das Severinstor. Wir grüßen unseren Prinzen Michael II. Mit dreimal Kalle! Prinz Michael! Kalle! Es ist der umjubelte Höhepunkt am Schluss des Rosenmontagszuges. Die letzte Gruppe mit dem Prinzen fährt durch die enge Severinsstraße. Alexander Dieper hat den Start des Prinzenwagens am Severinstor mitverfolgt, als ihn ein folgenschwerer Anruf erreicht. Ja, okay. Nee, von Dumont ist eine Kutsche durchgegangen. Ja, hat er. Schon gehört. Ja, habe ich gehört. Eine Kutsche ist durchgegangen vom Treuen Husar im Bereich Breite Straße. Ja. Und es gibt 3 leicht verletzte Zuschauer. Mehr weiß ich noch nicht. Die ersten Bilder der Unfallstelle werden veröffentlicht. Die Pferde einer Kutsche sind durchgegangen und haben 4 Menschen verletzt. Krisenmanagement in der Leitstelle. Die Zuschauer vor Ort sind schockiert. Die Verletzten werden versorgt und in Krankenhäuser gebracht. Der Zug steht. Entschuldigung. Zugleiter Alexander Dieper bahnt sich den Weg zur Unfallstelle. Er braucht Informationen aus erster Hand. Alex an Leitstelle, bitte kommen. Noch ist nicht klar, wie es weitergeht. Hallo zusammen. Alexander Dieper, der Zugleiter des Rosenmontagszuges. Hallo. Ich wollte mir mal ein Bild machen von der Situation gerade. Können Sie irgendwas Näheres erzählen? Zu der Ursache können wir nichts sagen. Wir wissen, dass wir insgesamt 4 Patienten jetzt in die Krankenhäuser transportiert haben. Ja. Sowohl der Kutscher als auch 3 beteiligte Zuschauer. Also insgesamt okay. 4 Personen. Insgesamt 4 Personen. Okay. Wir haben die Ermittlungen aufgenommen. Zum genauen Unfallhergang kann ich aber noch keine Angaben machen. Das ist noch unklar. Und wir haben das dann hier kommuniziert im Gremium, unter anderem auch an den Veranstalter und alle anderen Beteiligten. Und dann muss das hier abgestimmt werden, wie man damit umgeht und wie lange denn der Zug steht etc. Auf der ganzen Strecke ist der Zug zum Stehen gekommen. Die Frage ist, ob es überhaupt weitergehen kann. Minutenlange Ungewissheit. Die Unfallstelle ist geräumt worden und der Zug läuft weiter. Und wir haben jetzt halt ein Loch von 10, 15 Minuten. Aber erstmal gilt meine Sorge natürlich jetzt im Moment den Verletzten. Die sind im Krankenhaus und werden versorgt. Besteht keine Lebensgefahr, das ist schon mal sehr wichtig. Und alles andere müssen wir sehen. Später ist zu erfahren, dass alle Verletzten wieder gut genesen sind. Der Zug steht schließlich 1 Stunde. Bis er sich endlich wieder in Bewegung setzen kann. Es geht weiter. Gott sei Dank, es geht weiter mit dem Rosenmontagszug. Der Rosenmontagszug läuft weiter. Die Jecken im und am Zug sind erleichtert. We'll be right back.
Während die Reiter der Ehrengarde ihre Satteltaschen immer wieder auffüllen müssen, verteilen die Tänzerinnen und Tänzer der Luftflotte ihre Strüssche an die begeisterten Zuschauer. Doch dann ein heftiger Wetterumschwung. War nicht angesagt, der Schnee. Also war heute Morgen, die Nacht, es soll schönes Wetter werden, aber wir sind zwar auf Wind in den Gerüsten, wir haben auch schon Streuwagen jetzt auf die Brücken geschickt. Und im Notfall würden wir noch Streuwagen in den Zug rein zu schleusen, wenn es sein muss. Aber die Jecken lassen sich die Stimmung nicht verderben. Es wird weiter gefeiert. Dann eben mit Regenponcho und Schirm. Trotz des widrigen Wetters sind die Leute unglaublich gut gelaunt. Das ist unglaublich. Die stehen im Schnee und im Hagel und rennen nicht weg. Wir sind alle bekloppt. Wir sind alle bekloppt. Aber herrlich. Auf den Prinzenwagen haben alle gewartet. Prinz Michael II. Wird von den Jecken umjubelt und gefeiert. Jetzt fahren wir um unseren Dom. Gleich fahren wir um unseren Dom. Das ist natürlich immer großartig. Als das Dreigestirn den Dom erreicht, klärt sich das Wetter auf und die Sonne strahlt wieder. Der Höhepunkt des Zuges ist erreicht. Auf dem Prinzenwagen passiert Prinz Michael II. Den Dom. Und Volker Hilfert hat zum 26. Mal den Prinzen sicher über die 7,5 Kilometer lange Strecke gebracht. Super, ne? Guck dir das an, ist das der Hammer? Es wird schon dunkel, als der Prinzenwagen als letzter ins Ziel kommt. Der Prinz bedankt sich bei Alexander Dieper für einen gelungenen Einstand als Zugleiter. Und Alexander Dieper ist glücklich, dass er die Aufgabe trotz Zwischenfall gut gemeistert hat. Der Prinz ist am Ziel. Und wieder durfte Köln einen großartigen Karnevalstag erleben. Aber die letzten auf der Strecke sind die orangenen Wagen der Stadtreinigung. Ein Mega-Event geht zu Ende.